Sie jemand. Aber so in einem Unterton von wegen, dass es ein Erfolg ist, halt. Es war nur das Zweitschlimmste. Ja. Das kann sein, Clara. Da bin ich tief chemisch nicht so im Game, ne? Vielleicht geht das auch so, aber naja. Warum sagt man mal irgendwas, es kommt irgendein Zuschauer, der es besser weiß? Das ist schlimmer auf Twitch. Ja, also ist dann ja wahrscheinlich auch so, ne? Aber keine Ahnung, das ist so ein Feuerball. Ja, es ist schwierig, keine Ahnung. 4.500 Polizisten allein in Berlin. Ja. Breaking Bad-Liebhaber wissen Bescheid, ja. Nee, Ja. aber kommen wir mal zurück zu unseren zwei Hauptdingen. Krieg hatten wir jetzt, glaube ich, genug. Hatte ich auch in den letzten Tagen, glaube ich, bei mir genug. Wir waren ja bei Dara. Wieso ist es legitim, auf Dara zu reagieren, aber nicht auf Shoyoka? Es gibt ja einige wie Impo oder Proletopia, die da aus diesem Shoyoka-Streit ausgestiegen sind, aber auf Dara weiterhin reagieren. Also ich habe mich ja von vornherein so ein bisschen ferngehalten von der Shoyoka-Sache. Im Sommer war das noch ein bisschen anders. Ich habe einmal so einen richtig üblen Rant-Stream gemacht. Da hat Bartonek auch direkt drauf reagiert und das irgendwie verurteilt und bla bla. Da habe ich auf jeden Fall schon meinen ganzen Rant für das Jahr 2023 in dem einen Stream abgehoben gehabt. Aber ich weiß nicht, also mir ist das momentan einfach, ja, wie soll ich sagen? Mir persönlich, ich kann natürlich nicht für die anderen sprechen, aber mir war dann irgendwann das Thema zu heiß, so, weißt du? Dann wurde, Warum zu heiß? naja, da wurde Nemesis halt gebannt und so weiter und so fort und war irgendwie weg. Und ich glaube, die zeigt auch momentan alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So, Ja, aber das ist ja das Ziel von ihr. Also man kann doch ja. nicht sagen, okay, jetzt schränkt sie die Meinungsfreiheit ein, jetzt belohnen wir das dadurch, dass wir sie ignorieren. Also da muss man ja gerade da drauf gehen. Naja, also ich Also ignoriere sie ja auch nicht, ne? Also ich rede ja schon darüber. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit Vollratix darüber, ist auf dem YouTube-Kanal. Nur ich reagiere halt nicht auf ihr Material. So, ne? Das ist halt das Ding, so. Material auf Twitter hat ja eigentlich schon gereicht. Ja. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß nicht, das ist auch irgendwo eine gewisse Plattform, ne? Ich finde also, was Shoyoka da abzieht, geht gar nicht. Also ich finde, die lebt da komplett in ihrer eigenen Welt. Also völlig, völlig jenseits der Realität, würde ich schon fast sagen. So, ne? Und Na, als die mir sagt Sache dann nicht. kam, als die Sache dann kam mit Montana Black. Wo es dann hieß, ja, der will mich klatschen oder so. Da war vorbei für mich und ab dem Zeitpunkt war ich mir persönlich ehrlich gesagt auch sicher, dass das irgendwo auch, ja, dass da irgendwo auch ein Vorsatz Vorsicht, hinterstecken nicht muss. pathologisieren, nicht pathologisieren. Nee, 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 nicht pathologisieren, aber dass da halt ein Vorsatz hinter ist, so, dass man, dass das irgendwo auch gar nicht mal, so, ja, das schon ein bisschen gewollt ist, so, ne, dass man den Beef halt auch gar nicht beenden will, weil die Aufmerksamkeit, die ist natürlich da, ne, Aufmerksamkeitsökonomie halt so, ne, ja. Ja, Ja, ich Motivunterstellung, glaube, viel besser, ja, das es mache ich war gerade, raue wirklich. Evidenz, ne. Ich glaube, das war wirklich ein ziemlich armseliger Versuch, Monte in die Nähe von Gewalt gegen Frauen zu rücken. Also das, was diese Bubble ja schon des Häufigeren versucht hat. Also da Ja. gibt es ja auch von Alerta und so noch lächerlichere Versuche, ihn in die Nähe von Rechtsradikalismus und so zu rücken. Also man will Monte canceln, man will Kuchen canceln. Bei Kuchen hat man es geschafft. Man hat es sogar geschafft, Nemesis zu canceln durch so einen eigentlich illegalen DCMA-Strike, gegen den Nemesis dann nicht juristisch vorgegangen ist, weil das Missbrauchten, einfach zu ja. lange gedauert hätte. Ja, also diese Leute sind keine Freunde der Meinungsfreiheit. Und Nee. diese Taktik, die dient wirklich dadurch, Gegner aus dem Diskurs wegzucanceln. Das ist diese Cancel Culture, die wir hier gerade hautnah miterleben. Ja, mich hat es ja vor 3 Monaten oder so auch getroffen, ne? Da hat Seattle One ein Video über Tobias Huch gemacht. Das haben sich alle reingezogen. Nur bei mir wurde halt der DMCA-Strike eingehauen, ne? Also ich war, glaube ich, die einzige Person, die dagegen war. So, ne? Alle anderen waren halt aus Seattles Bubble und haben ihr natürlich zugestimmt. So, aber ich war halt der Einzige, der ein DMCA bekommen hat. So, ne? Seattle One kenne ich gar nicht. Ist das so ein Nein? komischer Twitter-Account wie Alerta oder?
Ach ja, so ähnlich. Geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja. Mit der habe ich auch eine Vorgeschichte, aber das wäre jetzt, wird jetzt zu weit ausholen. Ja, von daher fand ich da auch halt so ein bisschen, dass sie da irgendwie ihr DMCA-Recht irgendwo, ja, keine Ahnung. Ja, was heißt missbraucht? Also auf jeden Fall nicht so eingesetzt hat, wie man es hätte machen sollen. Vor allem, die hat das einfach so eine Stunde bevor der VOD eh raus gewesen wäre. Es gibt ja so eine bestimmte Zeit, die läuft ja ab. Entschuldige. Und dann ist der VOD raus. So, ne? Und eine Stunde bevor der raus war, hat sie das dann halt gemacht. Also, die hat sich wahrscheinlich Real Rap irgendwie einen Wecker gestellt oder so. Was halt schon krass ist, meiner Ansicht nach. Ja. Ja, und Ja, ich deswegen, sag ja, also. das machen diese Leute taktisch. Ja, genau. Ich würde dir aber zustimmen, dass, naja, also ich würde dir dahingehend zustimmen, dass schon, also jetzt Shoyoka, man merkt halt auch einfach bei ihr irgendwie, sie hat auch einfach juristisch gar keinen Plan von der Materie und so weiter. Sie weiß gar nicht, was sie da macht. Sie weiß gar nicht, was ihr Handeln und ihre Aussagen so für Meinungsfreiheit und so weiter, bedeuten. Also das hat man ja zum Beispiel auch bei Solmecke Das wieder ist, gesehen. ich glaube, sie weiß es. Ja, Ich meinst du? glaube, sie weiß es. Ja, ich glaube, sie ist ein Gegner der Meinungsfreiheit. Also ich glaube, sie Echt? findet demokratische Prinzipien. Ja, das ist bei diesen ganzen Wolken so. Also sonst retweetest du nicht Alerta, sonst retweetest du nicht Tilted-Floste. Ja. Also sonst. Also das ist bei einigen so, da würde ich dir mit Sicherheit zustimmen, aber ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob sie das Ausmaß da irgendwie begreift tatsächlich. Weiß gar nicht, ob sie wirklich so aktiv gegen die Meinungsfreiheit ist. Ich glaube, sie ist einfach gegen alles, was ihr irgendwie entgegengeht oder so. Aber dass sie wirklich weiß, was sie da tut, das glaube ich nicht. Also, woher sollte sie das auch wissen? Wenn du ihr etwas anderes unterstellst, außer dass sie nicht genau weiß, was sie tut, dann pathologisierst du sie. Und dann würdest du Ja. behaupten, dass sie nicht ganz normal denkt. Deswegen unterstellen wir das jetzt einfach mal, dass sie immer komplett weiß, was sie tut. Ja, gut, nee, Dann sind wir also auf der sicheren Seite. klar, aber ich würde, ich, nee, es ist gar nicht Pathologisierung, dass sie irgendwie, keine Ahnung, da irgendwie einen Knacks hat oder sonst was und das deswegen nicht ergreifen kann, sondern dass es einfach Unwissenheit ist. Nein, Unwissenheit. natürlich nicht. Aber sobald du behauptest, dass Shuyoka irgendwie nicht schlau handelt oder Ach irgendwie so, einen Fehler gemacht hat, dann ist ja. das laut ihrer Meinung schon Pathologisierung. Also Ja, klar. deswegen sage ich das Frauenfeindlich, dies, einfach. das und so weiter und so fort. Hetzkampagne und so weiter und so fort. Ja, Ja, ja. Ja. deswegen einfach sagen, sie ist eine Demokratiefeindin, dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, gut. Ja, gut, da unterscheiden wir uns dahingehend in der Meinung, dass von wegen Vorsatz und Fahrlässigkeit sozusagen. Ich glaube, du sagst, sie ist eine vorsätzliche Demokratiefeindin. Ich eher so, ich sag eher, sie ist eine fahrlässige Demokratiefeindin. So. Wie würdest du das bei Dara einschätzen? Ich meine, der hat ja auch gesagt, dass politische Gegner in Angst und Schrecken leben sollen. Also, Dara halte ich ehrlich gesagt nicht mal für nicht mal für einen Demokratiefeind, sondern für einen Opportunisten. Ich glaube, Dara findet das System so, wie wir das haben, eigentlich schon ganz gut. So, und will auch nicht wirklich, dass das abgeschafft wird oder sonst was. Nur Dara tut halt alles und sagt halt alles, was irgendwie, was ihm Beliebtheit, Klicks, Aufmerksamkeit bringt und so weiter. Dafür wird er alles sagen, glaube ich. Deswegen finde ich es bei ihm eigentlich sogar besonders schwer, einzuschätzen. Karrierist, ja. Nee. Ob Leute 100% von dem, was sie da vertreten, ideologisch überzeugt sind, das weiß natürlich nie. Aber das, was Dara sagt, das geht da schon ganz klar in diese Richtung. Also er hat sich ja Ja. beispielsweise auch im Talk mit mir so verteidigt, dass der Staat gerade bestimmte Thinktanks da finanziert, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, wie das Zentrum Liberale Moderne, die dann Oppositionelle diffamieren und versuchen wegzucanceln. Also das fand Dara ja gut und richtig, weil sich das ja gegen die bösen Verschwörungstheoretiker richten würde. Ja, aber auch hier wieder, ich glaube, der ist halt einfach, er will halt einfach seinen Chat bestätigen. So, also, wenn der Wind in seinem Chat jetzt ein ganz anderer wäre, dann würde er, glaube ich, auch ganz andere Sachen sagen. So. Ne? Von daher weiß ich nicht. Ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, wovon sie reden, irgendwie. Ne? Ja, aber bei dieser Woken Bubble, das ist schon weit verbreitet. Also Dekadent hat ja diesen Sommer zu Wahlfälschung aufgerufen. Also das ist ja, also wie soll man das noch nennen? Bei Dekadent ist das ein bisschen was anderes, weil Dekadent sagt ja,
hatte sogar nicht letztens irgendwie gesagt, ich habe nie gesagt, dass ich ein Demokrat bin. Ja, das wäre wenigstens ehrlich. Also dekadent der... Das muss der radikale Demokrat genannt. Ja, genau. Stimmt. Nee, aber dekadent, der ist da, glaube ich, schon ein bisschen... Der weiß da schon eher, was er macht und sagt und tut. Ich glaube, der ist schon eher auch... Ja, auch überzeugt davon tatsächlich. Ne? Ja. Schwierig auf jeden Fall. Ne? Aber ich meine, er hatte das gesagt. Deswegen erlebst du das gerade auch so wie ich, dass die Wokisten gerade auf Twitch nach und nach zurückgedrängt werden? Also durch diesen Shoyoka-Beef jetzt, durch diese weitere Aufmerksamkeit, die solche Leute wie Dara über das letzte Jahr hinweg durch ihre vielen Ausfälle erhalten haben? Also was meinst du mit zurückgedrängt? Dass sie argumentativ in die Defensive geraten, dass ihre Narrative nichts mehr bestimmen können. Also wir haben ja auch gesehen, dass jemand wie Tilted Floste versucht hat, die militante Veganerin zu canceln, das zuerst von einigen großen Kanälen unterstützt wurde, aber mit diesem Projekt mittlerweile gescheitert ist beispielsweise. Ja, also ich sehe halt auch irgendwie, zurückgedrängt, also von wegen Aufmerksamkeit würde ich halt nicht sagen, sondern sie haben eher an Aufmerksamkeit dazu bekommen. So, ne? Aber schon dahingehend zurückgedrängt, dass zum Beispiel mittlerweile irgendwie die Ohren zumachen, wenn sie bestimmte Worte hören, wie zum Beispiel Marginalisierung oder teilweise reicht auch schon bei manchen Leuten das Wort problematisch. Das beobachte ich halt irgendwie auf Twitch, dass wenn irgendwie so ein Wort kommt, dass die Leute sozusagen schon direkt geschärft sind und es dann irgendwie heißt, oh, komm, das ist doch ein Wokey und so weiter und so fort, ne? Oder offen dies und jenes und so weiter. Das ist ein Anzeichen dafür. Ja, das würde ich schon sagen, doch. Du siehst ja auch, dass Kanäle, die das kritisch sehen, wie du, wie ich, wie Erwin, wie Imp, dass die mehr Zulauf bekommen. Und ich glaube, auch rechte Kanäle werden in letzter Zeit immer größer. Das auf jeden Fall. Eher stagnieren oder kleiner werden wieder. Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Keine Ahnung, bei mir ist das sowieso immer so ein Up and Down. Also ich hatte auch schon mal 150 Zuschauer und ich hatte auch schon mal 30 Zuschauer. Also ich bin ja auch immer hier und da mal wieder weg. Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber versuche ja tatsächlich irgendwie hier und da, wenn ich kann, irgendwie so ein paar Brücken zu bauen, ne? Also ich weiß, du siehst ja als so, ja, wie soll ich sagen, also du sagst ja, Woke sind oder Wokisten sind ganz klar politische Gegner. Ja. Genau, ja. Wie AfDler, wie FDPler, wie Leute, die halt eine komplett andere politische Meinung vertreten. Ja, wenn man davon ausgeht... Ich sehe die jetzt nicht als Feinde, ich will jetzt nicht, dass sie verschwinden, ich will einfach, dass sie Politik keinen politischen Einfluss mehr haben und das halt durch Argumente widerlegen, diese Ideologie. Ja, ja. Also wenn man das so sieht, dass sie tatsächlich mehr oder weniger... danke Michael Jordan. Dass die wirklich so... also diese Ideologie wirklich bewusst fahren, die sie fahren, dann ist das auf jeden Fall so. Nichtsdestotrotz finde ich, sollte man schon irgendwie, wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, auf ein besseres Miteinander zu kommen, dann sollte man die Gelegenheit irgendwie nutzen. Ich weiß nicht, ob du das... Oh, zuguck, danke für deine Subskription, vielen Dank. Hast du das mitbekommen, dass ich letztens ein Gespräch mit Karl hatte? Wer hat denn Gespräch mit Karl? Ich. Oh nee, das habe ich nicht mitbekommen. Wann war das denn? Hörst dir nicht an. Ich habe mich ziemlich gut blamiert tatsächlich. Aber das ist auf Spotify, schicke ich dir. Da war ich im Huskyer-Podcast mit Rito, Leonidas und Karl. Das sind zwei Mods von ihm. Genau. Ich halte es für, ich sag mal, nicht falsch, da irgendwie versuchen, so Kontakte zu knüpfen, herzustellen, irgendwie so. So ähnlich wie Imt das auch nach dem Neitan-Gespräch gesagt hat. Der hat ja auch gesagt, irgendwie so, ja, war jetzt irgendwie nicht cool so, aber ist auch gut, dass man mal irgendwie wieder miteinander gesprochen hat und so weiter. Halt einfach miteinander sprechen. Das muss scheitern. Also ja, miteinander sprechen ist immer richtig. Miteinander sprechen ist richtig, da hast du recht. Aber wenn man versucht, mit diesen Leuten politische Allianzen zu bilden, also die werden dann bei der ersten Gelegenheit in den Rücken fallen, so wie sie es bei Erwin gemacht haben. Also der hat das ja versucht. Er hat sich ja auch